Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video, zu den Vorbereitungen für Tears of the Kingdom. Morgen ist es soweit und Tears of the Kingdom, der nächste Zelda-Ableger, ist da. Grund genug, um zu schauen, was ihr heute schon vorbereiten könnt, um direkt in Tears of the Kingdom am 12. Mai reinstarten zu können. Um das Video auch zeitlos nach dem 12. Mai zu gestalten, wird es hier und da Tipps geben, die natürlich auch nach dem 12. Mai brauchbar sind. Also starten wir rein. Zunächst an alle, die das Game nicht als Retail-Fassung, sondern als Download kaufen. Die Downloadgröße ist bereits bekannt und nicht gerade klein. Das Spiel braucht demnach mindestens 17 GB freien Speicher auf der Switch. Dazu direkt ein Top-Tipp von mir: Holt euch eine 200 GB SD-Karte oder mehr und packt die in eure Switch. Die gibt es mittlerweile extrem günstig und da die Switch-Spiele meistens relativ wenig Speicher benötigen, habt ihr in Zukunft gar keine Probleme mehr mit eurem Speicherplatz. Als nächstes solltet ihr eure alten Amiibos suchen. Tears of the Kingdom hat nämlich Amiibo-Support und wird ähnlich wie auch in Breath of the Wild einige interessante Items durch Amiibos freischalten. Dazu gibt es ja eine extra Tears of the Kingdom erscheinende Amiibo, die könnt ihr euch ebenfalls noch gönnen und kaufen. In Breath of the Wild konnte man zum Beispiel durch die Epona-Amiibo sich Epona rufen. Also ich denke, es wird sich sehr lohnen, die Amiibos auch in Tears of the Kingdom bereit zu haben. Solltet ihr vorhaben, das Spiel auf 100% zu spielen und wirklich alles in der Welt finden wollt, empfehle ich euch extremst das neue Lösungsbuch, welches im Juni auf den Markt kommt. Dieses ist als Taschenbuch erhältlich und in einer anderen, edleren Version. Ich werde euch den Link, den Amazon-Link, unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe beide bestellt und vielleicht verlose ich eines davon mal im Stream. Apropos Stream, ich werde das Spiel natürlich 24/7 auf meinem Twitch-Kanal streamen. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt gerne mal den Twitch-Link in der Videobeschreibung ab. Und zu guter Letzt die Online-Mitgliedschaft im Nintendo Store. Wir wissen schon seit Monaten, dass es irgendeine Art Online-Feature geben wird für Tears of the Kingdom. Welches wissen wir erst in ein paar Tagen. Es lohnt sich aber schon mal, die Online-Mitgliedschaft in den Warenkorb zu packen. Man munkelt, dass es irgendwelche Ranglisten geben könnte für Minispiele, weil ein Multiplayer-Feature wird es nicht geben. Vielleicht handelt es sich hierbei auch nur um die Cloud-Funktion, damit der Spielstand in die Cloud gepackt werden kann und dann auf eine andere Switch runtergeladen werden kann. Wenn ihr hier ein paar Euro sparen wollt, kann ich euch wärmstens meinem Partner Instant Gaming empfehlen, wo es die Mitgliedschaft immer etwas günstiger zu kaufen gibt. Ansonsten wünsche ich euch und natürlich auch mir ganz viel Spaß bei Tears of the Kingdom. Ich würde mich wie immer natürlich extrem über ein Like auf dem Video freuen und natürlich ein Follow auf dem Kanal, wenn ihr nichts von Tears of the Kingdom verpassen wollt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.